Guten Morgen. Du musst deinen Hintern in die Vergangenheit bringen. Wer sagt das? Weiß das jemand, wer das sagt? Ja, sehr gut. Und vor mir hat das, ich habe es aber zitiert, vor mir hat das schon mal jemand gesagt, nämlich das Warzenschwein Pumba im König der Löwen. Das sagt, du musst deinen Hintern in die Vergangenheit bringen, und das Erdmännchen Timon berichtigt seinen Freund Pumba dann und meint, das heißt, du musst deine Vergangenheit hinter dich bringen. Wie recht Timon das Erdmännchen doch hat. Wenn wir unsere Vergangenheit nicht hinter uns lassen, oder wenn wir nur mit Sorgen oder aber auch mit Hoffnung dauernd nur auf die Zukunft hinleben, meine Rente, dann wird alles gut, wenn ich mal Rentner bin und so weiter, dann schaffen wir es nicht, im Jetzt zu leben. Dann können wir nicht im Jetzt leben. Ich habe das eben auch ganz stark gedacht bei dem Video von Gideon, welch wunderbare Kraft Gottes in ihm wirkt, dass er seine jüngste Vergangenheit so hinter sich lassen kann, dass er so dann sprechen kann zu uns jetzt hier, zu der Gemeinde dort und so weiter. Im Jetzt sein, jetzt, jetzt ist auch der Titel meiner heutigen Predigt. Jetzt, J-E-T-Z-T. Jesus existiert tatsächlich, zuverlässig, 1000-prozentig. Ah. Der Philosoph Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, die Gegenwart allein ist das, was immer da ist und unverrückbar feststeht. Und der irische Schriftsteller Jonathan Swift meinte einmal, genau genommen leben sehr wenige Menschen in der Gegenwart. Die meisten bereiten sich gerade vor, demnächst zu leben. Wir hatten als Kind, wir hatten einen Nachbarn, der war Beamter und bei der Stadtverwaltung, und sein Beruf hat ihm überhaupt keine Freude gemacht. Und er hat schon 3 Jahre vor seiner Rente jeden Tag, also wie manche Leute bei der Bundeswehr den Meter schneiden und die Tage zählen, der hat die Tage bis zu seiner Rente gezählt und sagt, dann beginnt mein Leben. Und ein halbes Jahr vor seiner Berentung hat er ganz schlimmen Krebs bekommen und hat seine Rente keinen Tag genießen können. Und das jetzt vorher eben auch nicht. Und das Schlimmste, das kenne ich aus eigener Erfahrung, das schlimmste Diäthindernis ist das Wort morgen. Morgen geht's los, heute McDrive und morgen die Kur. Und das trifft auch auf das Leben mit Gott zu. Es geht um das Jetzt. Jetzt bete ich. Jetzt glaube ich. Jetzt lese ich in Gottes Wort. Jetzt vergebe ich. Jetzt nehme ich Vergebung an. Jetzt lasse ich mich trösten. Jetzt freue ich mich. Jetzt singe ich ein neues Lied. Jetzt lasse ich hinter mir, was hinter mir liegt. Jetzt schaue ich auf Christus. Wenn ich Christ bin, also Christus in mir lebt, dann war ich auf Golgatha mit anwesend. Dann bin ich dort mit Christus auch gestorben. Und dann bin ich auch, als Christus am Ostersonntag auferstand, auch mit ihm auferstanden. Das ist alles passiert, ehe wir überhaupt da
davon wussten. Wir wurden nicht gefragt. Und das ist ein großes Wunder, ein großes Geheimnis. Letztlich ist es das, wovon wir Christen leben. Alles, was wir beten, was wir da sehen, was wir in dieser Aktion sehen, alles, was wir tun in unseren diakonischen Diensten, alles, was wir tun, gründet auf diesem großen Wunder der Hingebung Jesu Christi und seiner Auferstehung. Das ist unser Fundament. Und Gott hat diese Gnadenzusage nie zurückgezogen. Wir dürfen ganz fest darauf vertrauen. In Christus bin ich erlöst. Wunderbar. Und wenn du noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn du dich aber danach sehnst, wenn dein Herz sich danach sehnt, dass dir vergeben wird, wenn du dich vielleicht jetzt hier im Gottesdienst besonders in besonderer Weise zu Gott hingezogen fühlst, ja, dann lass uns nachher zusammen beten. Es ist nicht wichtig, dass du Mitglied im CZA wirst. Es ist wichtig, dass du Mitglied in Gottes Reich wirst. Es gibt Menschen, die können die Botschaft darüber, was wir in Christus sind, manchmal nicht mehr hören. Aber sie ist essentiell wichtig, um eben im Jetzt leben zu können. Wenn das Erlöstsein in Christus die Wahrheit ist, dann kann man, finde ich, diese Wahrheit nicht oft genug hören. Gute Wahrheiten machen immer Freude. Gute Wahrheiten machen immer Freude und Wahrheit kann sich nie abnutzen. Diese Wahrheit wird sich nie abnutzen. Doch nun zu meinem Bibeltext. Philipper 3, Vers 12 bis 14. Dabei ist mir klar, schreibt Paulus, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Amen. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu. Ich denke tatsächlich, laufen sollte die Standardfortbewegung eines jeden Christen, einer jeden Christin sein. Nicht kriechen, nicht robben, nicht krabbeln, sondern eben laufen. Also das ist ja auch generell unsere normale Fortbewegung. Also wenn jetzt der Gottesdienst losgehen würde und wir kommen alle hier rein und Sebastian würde reingerobbt kommen, dann würden wir das nicht einfach so hinnehmen, sondern wir würden fragen, was ist mit dir los? Nicht? Warum läufst du heute nicht? Gott ist immer in Bewegung. Es gab mal vor einiger Zeit dieser Zug in Hamburg, God is moving. Gott ist immer in Bewegung und Paulus hebt hier in dieser Bibelstelle das Laufen deutlich hervor. Was ist nicht gemeint? Durch das Laufen werde ich mir das Ziel erarbeiten. Es geht überhaupt nicht um eine Leistung. Oder ich werde so lange laufen, bis ich zusammenbreche, dann habe ich endlich den Preis bezahlt. Blödsinn. Oder guck mal, Gott, wie ich so stramm und schnell auf dich zulaufe. Vollkommen dummes Zeug.
Ich höre immer mehr damit auf, Gott beeindrucken zu wollen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das zur Genüge. Also ich kenne überhaupt Leute und alles drumherum und mich und die Käfer um mich herum, alles beeindrucken zu wollen, immer beeindrucken zu wollen. Und ich wollte auch Gott lange beeindrucken. Ich habe ein schönes Erlebnis mal gehabt. Da war ich mit meiner Familie 3 Wochen in den USA. Und man hat ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so lebt, man sieht ja im Laufe seines Lebens hunderte von Bildern vom Grand Canyon auf Kalenderblättern oder in Büchern oder eine Postkarte oder eine Reportage. Aber in dem Moment, wo ich diese letzten Meter gegangen bin, bis man dann an dieser Kante steht, in diesem South Rim, und dann plötzlich diesen Grand Canyon sieht, ey, dann weißt du sofort, dass du Gott nicht beeindrucken kannst. Das ist, also ich kannte ja schon den Pfälzer Wald, aber das war mir wirklich, wie ich diesen Grand Canyon gesehen habe, also selbst dieser übergewichtige Bernd verschwindet im Sandstein. Oder was? Also, da wurde mir zum ersten Mal so richtig klar, hör auf, Gott mit irgendwas beeindrucken zu wollen. Darum geht es also nicht. Worum es aber geht, es geht um die Konzentration auf ein Ziel. Ich will keine Zeit verlieren, ich will in Bewegung bleiben. Und zwar spätestens ab jetzt. Das ist nämlich kein Widerspruch. Laufen, nicht? Also Paulus betont das Laufen. Und das ist ja auch wirklich, hat ja eine sehr starke Aussagekraft, wenn wir jetzt auf Marathon, an solche Geschichten denken. Ich habe das noch nie erlebt. Aber die Leute bereiten sich akribisch vor, wenn sie so einen Lauf machen, haben wirklich dieses Ziel im Kopf. Also das hat eine sehr, sehr starke Ausdruckskraft. Es geht immer um die Fokussierung, immer das eine Ziel im Auge. Damit aber eben daraus kein starrsinniger oder engstirniger Leistungsdruck wird, setzt dies voraus, wie Paulus schreibt, dass wir von Christus ergriffen sind. Sonst können wir es lassen. Wenn wir, also ich kenne leider manchmal mehr das negativ ergriffene Sein. Also wenn ich manchmal das Lernen von Bibelversen und das Durchkauen und auswendig Lernen von Gottes Wort so hinterherjagen würde wie einem Beutel Haribo an der Aral-Tankstelle, dann wäre ich besser als Thomas. Aber also ihr kennt das, ihr kennt tatsächlich jeder kennt das in seinem Leben, wenn er von was ergriffen ist, dann gibt es kein, mein Sohn David wird das jetzt gleich auch erinnern, wir hatten mal früher einen Frosch in einem Terrarium, den haben wir dann gefüttert und in der Verhaltenslehre, in der Ethologie nennt man das, wenn man da so einen Regenwurm hinlegt. Und dann plötzlich, dann wird er appetent. So nennt man das in der Fahrt. Das heißt, er fixiert die Beute und dann wird er auch zuschnappen. Das wird dann nicht mehr anders. Egal, ob das ein echter Regenwurm ist oder sonst was, in dem Moment, wo er hier gefixt ist und zack, appetent. Also, ich wünsche mir mehr Appetenz auf Jesus. Wirklich, dass du ihn fixierst und zuschnappst. Zuschnappst und kannst ihn verschlucken. Er ist in dir wirklich Appetenz auf Jesus. Nochmal, es geht nicht darum, Herr, guck mal, ich will dir gefallen, darum laufe ich. Es geht darum, dass ich einem Impuls des Geistes folge und von dem Ziel, Christus zu folgen, mit ihm zu leben, ergriffen bin. Denn die Gnade hat Folgen. Ja, was lenkt mich davon ab, entsprechend auf Gottes Gnade zu reagieren? Es sind nicht immer die Sünden, die uns hindern,
Manchmal sind es ganz einfache Gewohnheiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kenne ich noch aus meiner Teenie-Zeit. Manchmal war man einfach so, da kein Mensch konnte mich stoppen. Dann musste es Bonnie Tyler sein und der Autoscooter und angelehnt an der Säule stehen und hinabsteigen in das Tal der Depression. Wo man wirklich sagt, ja, jetzt ist einfach mal alles Mist. Laufen, so wie ich hier Paulus verstehe, heißt alles auf eine Karte setzen. Laufen, weil wir durch Christus einen Anstoß bekommen haben. Weil wir in ihm sind und er in uns ist. Weil wir nicht anders können. Luther hat das so schön gesagt: Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Er war ergriffen von dem, was er verstanden hat, wie Gott wirklich ist. Und wie nicht so, wie es ihm jahrelang vorgemacht wurde. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Ich laufe, ich kann nicht anders. Ich liebe Gott, ich kann nicht anders. Das wünsche ich mir so für mich und für euch, dass es keine Klimmzüge mehr werden, sondern dass man schon morgens aus dem Bett fällt und gar nicht anders kann, als appetent zu sein. Nicht? Mein zweiter wichtiger Punkt ist das Wort vergessen. Vers 13. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Das finde ich sehr interessant, diese Stelle. Wenn man sie mal, manchmal überliest man das ja so. Vergessen. Vergessen wird hier als ein aktiver Vorgang beschrieben. Vergessen ist normalerweise etwas ganz Passives. Wenn wir an Demenz denken, Alterungsprozesse, Arterienverkalkung oder auch so einfach mal was vergessen. Und es ist etwas nicht Schönes. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euren Mann oder eure Frau, wenn die zum Einkaufen geht und hat den Zettel dabei und kommt nach Hause und hat die Hälfte vergessen. Oh, wie schön, ja. Das ist gut, dass du dich damit belastet hast, das Mineralwasser zu kaufen. Also, so läuft es ja in der Regel nicht, ja. Oder wenn du morgens aufstehst und zu deiner Frau ins Bad kommst und sagst, wer sind Sie? Dann freut die sich auch nicht und sagt, guten Tag, wir sind seit 25 Jahren verheiratet, aber wir lernen uns jetzt neu kennen. Schön. Nein, das ist kein aktiver, schöner Prozess in aller Regel. Willentlich vergessen geht eigentlich nicht. Nur verdrängen. Vergessen will man eigentlich auch nicht. Nur Schlimmes eben verdrängen. Aber die schönen Sachen, die wir mir auch festhalten, Tagebücher, Bilder, Snapchat oder dies oder jenes, Gott will unser Leben frei machen. Gott will unser ganzes Leben befreien. Die Vergangenheit gehörte zu uns, aber deine Vergangenheit, meine Vergangenheit ist nicht Bestandteil des neuen Lebens in Christus. Paulus ist es nicht gelungen, diese Vergangenheit zu integrieren. Er konnte nicht sagen, das ist mein Schatten, den integriere ich. Bilder von früher fallen uns förmlich an und lenken uns ab. Seelsorge und Psychotherapie haben ihre Berechtigung. Ich selbst bin einer von denen, sind aber begrenzt und das ist mir sehr bewusst. Psychoanalyse, das innere Kind, Vergangenheit anschauen. Es hat alles seine Berechtigung, komme ich noch gleich drauf. Alles das findet man aber im Neuen Testament nicht. Wir finden lediglich den therapeutischen Ansatz, unser Denken zu erneuern
und aus dem Jetzt heraus, aus dem Erlöstsein heraus alles zu betrachten. Mein ganz lieber Freund Wolfram Kopfermann, Pastor in Hamburg, hat einmal gesagt, es ist wichtiger, sich intensiv mit dem neuen Leben in Christus zu beschäftigen, als permanent Totenpflege für den alten Adam zu betreiben. Ein ganz wichtiger und ganz, ganz guter Satz. Ich kenne das auch, wir haben uns mal neue Matratzen gekauft, ne? Und da freust du dich, gibst einen Haufen Geld aus und denkst jetzt, schläfst du sehr gut. Und dann liegst du auf dem Ding und sehnst dich nach den alten Dellen. Nicht? Ja. Da liegst du da drauf und das ist hart und das soll gesund sein, das hat er noch Geld. Und da war die Kuhle und da war die Feder ein bisschen raus und das war, da konntest du die Hand reinstecken und so weiter. War. Diese Matratze war dir vertraut und jetzt diese neue Matratze, da sehnst du dich manchmal nach den Dellen. Paulus hat seine Vergangenheit geschildert, aber er hat nicht gesagt, dass Jesus gesagt hat, wie schön, dass du so ein geachteter Pharisäer warst. Diese vergangenen Dinge erachtet Paulus alle für, Thomas, Schaden und Dreck. Philipper 3, Vers 8. Stimmt? Ja. Er konnte und wollte sich unbedingt distanzieren von seiner Vergangenheit. Manchmal brauchen wir die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Manchmal ist es nötig, inneres Kind, psychologische Ansätze, manchmal ist es nötig, unter Anleitung etwas durchzugehen, etwas abzuarbeiten, etwas zu entlagern. Aber am Ende sollte unbedingt die Entscheidung für das Jetzt stehen. Jetzt bin ich erlöst. Jetzt bin ich neu. Jetzt bin ich gerecht gemacht. Jetzt. J-E-T-Z-T. Jesus existiert tatsächlich zuverlässig 1000%ig. Das Alte ist vergangen. Es ist überwunden. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wir können und wir sollen uns auch erzählen, wie alles angefangen hat mit Jesus. Wie uns Christus herausgeführt hat aus dem Alten, aus alten Zwängen, aus Missständen und so weiter. Das ist Sinn und Zweck ermutigender Zeugnisse. Das stärkt unseren Glauben, das hilft uns, aber immer aus dieser Perspektive. Denn wir dürfen das Alte nicht in unser neues Glaubenssystem integrieren. Es wird nie funktionieren. Wenn du das versuchst, wenn ich das versuche, es führt zu gar nichts. Es führt dieses wir können das nicht paaren. Es lässt sich nicht vereinigen. Das neue Leben in Christus und unsere Vergangenheit. Es ist sehr schwer, einen neuen Weg zu gehen, und sich nicht von seiner alten Vergangenheit leiten zu lassen. Das gehört eben auch zur Wahrheit. Wir greifen oft sehr auf das zurück, was wir erlebt haben. Es gehört der Mut des Glaubens dazu, sich auf den Standpunkt Jesu zu stellen. Es gehört viel Mut, also mir geht es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es erfordert viel Mut, die Wahrheiten Jesu für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Jetzt bin ich nicht mehr der Mensch, der sich selbst ablehnen muss. Jetzt bin ich nicht mehr der Mensch, der sich selbst ablehnen muss. Jetzt
bin ich nicht mehr der Mensch, der betteln muss um Anerkennung. Jetzt bin ich nicht mehr der Mensch, der Liebe geben muss, um Liebe zu empfangen. Es ist alles anders geworden in dem Moment, wo Christus dich erlöst hat. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe jetzt in Christus ein neues Herz. Das ist nicht so leicht. Weil letzten Montag war wieder eine große Ultraschalluntersuchung meines Schrittmachers und meines Herzens. Und dann wird das da geschallt. Und zum allerersten Mal, weil es hier um dieses neue Herz geht, nicht? Also jedes Mal, wenn der da reinguckt, ist das noch das alte Herz. Wenn der mit dem Ultraschall da, ist das das alte Herz. Aber ich lerne das immer mehr. Ich werde seit 1991 regelmäßig am Herzen Ultraschall untersucht. Und immer bin ich so, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, wenn man da auf dieser Britsche liegt, hat man auch noch so einen Bildschirm und ich bin so ein Kardiologe geworden. Ich kenne meine Mitralklappe richtig mal und ich kenne die alle mit Namen. Und wenn der hat noch nicht mal das Gel auf meiner Brust eingerieben, dann frage ich schon, ob alles in Ordnung ist. Und schließt die Klappe und macht die, und dann denkt der, schließt du mal deine Klappe. Aber ich habe, habe das immer angeguckt und gemacht und getan. Und Halleluja, letzten Montag, meine Frau ist Zeuge, die saß mit im Raum. Ich habe kein Wort gesagt. Ich lag da. Und der Kardiologe ist wirklich, Schweigen ist sein zweiter Vorname. Und Leute, Patienten nicht angucken, eine seiner Kernkompetenzen. Aber ich lag da und ich wusste, Jesus hat mir ja ein neues Herz gegeben. Und dann kam das, was noch nie kam. Also ich kann es noch nicht so ganz genau sehen, Herr Hock, aber was ich sehe, sieht alles sehr gut aus. Halleluja. Also, ja, es gibt so kleine Momente, wo es mir immer mehr gelingt, durch Gott ihm zu vertrauen und mal das neue Leben im Jetzt zu leben. Nicht damit zu rechnen, was da alles kaputt geht oder kaputt ist. Christus hat dich am Kreuz befreit vom Fluch der Vergangenheit. Und sehr wichtig ist, dass wir uns aber auch jetzt hier in diesem Moment nichts vormachen. Dass wir uns jetzt nicht unter Druck setzen und zwanghaft behaupten, wir wären da, wo wir überhaupt noch nicht sind. Das ist mir für mich, für mein Leben ganz wichtig. Wo Erneuerung im Herzen noch nicht stattgefunden hat, da hat sie noch nicht stattgefunden. Punkt. In der Pfalz bei mir sagt man, locker bleibe. Also abwarten, gucken, geh mit Gott, geh weiter, resignier nicht. Denn alles wird zur Anstrengung, wenn wir es ohne Gottes Geist machen. Deswegen ist auch dieses Thema von unserem ZDF-Gottesdienst so wichtig, der Heilige Geist. Und deswegen ist es aber auch so ein bisschen umfochten. Wir merken das auch in den Vorbereitungen. Aber alles wird zur Anstrengung, wenn wir es ohne den Heiligen Geist machen. Und da kann ich viele Lieder von singen. Dann wird irgendwie alles falsch. Dann wird Laufen zur Anstrengung. Vergessen der Vergangenheit wird zum Schiedsgericht über andere Christen. Suchen des Geistes wird einfach zu einer Methode. Christsein lässt sich nur realisieren im Kraftfeld des Heiligen Geistes. Wir können unser Christsein nur leben im Kraftfeld des Heiligen Geistes. Und wo und wann geschieht das? Jetzt hier. Wenn dir der Geist dir etwas zeigt, dann hat er immer recht. Lebe im Jetzt. Leben als neue Kreatur hier und jetzt. Und das ist nicht immer einfach. Ich esse zu viel und bin zu dick. Ich habe verkrüppelte Arme und heftige Krampfadern, die ich euch jetzt nicht zeige. Ich bin impulsiv und manchmal zu schlagfertig. Manchmal würde ich mich freuen, es wird mir mal nichts einfallen. Dann muss man sich auch weniger entschuldigen. Aber
Ich bin neu. Ich bin gerecht gemacht, heilig durch Christus. Und dies nicht auf lange Sicht irgendwann mal, sondern jetzt. Jetzt. Ich muss es nicht immer wieder zu meinem Problem machen, wenn andere etwas anderes in mir sehen. So manche Situation ist dann aber auch im Jetzt manchmal nicht so gut auszuhalten. Dramatische Situationen. Aber mir ist auch noch eine sehr schöne, humoreske Situation, auch aus den USA eingefallen. Man ist ja so geprägt, ich bin ja Deutscher. Also David und ich, wir bestätigen das beide. Diese 3 Wochen in den USA haben wir uns noch nie so frei gefühlt. Vorher nicht und hinterher nicht. Wenn Leute uns auf die Arme geklotzt haben, konnten wir sie deutsch ansprechen. Wussten wir, das sind Deutsche. Ansonsten ist es in den USA wirklich wurscht, ob du 4 Nasen hast oder wo du überall tätowiert bist oder die Arme kurz oder du dick oder sonst was bist. Und wir waren dann auch, David, war es Disney World oder Disneyland? Ich verwechsel das immer. Disney World oder Disneyland? Disneyland in Kalifornien. Da waren wir, die Kinder wollten da unbedingt hin. Okay, ich bin da, wir sind da mit, wir waren da drin. Und da gibt es den Donnerfluss. Also das ist so ein riesen Rafting-Reifen mit, ich glaube, 8 Leuten oder 12 Leuten. Wir waren also zu viert. Ich kenne das auch aus dem Holiday-Park in meiner Heimat, in DePaul's. Und dann habe ich mich gefreut, das konnte ich auch gut mitfahren. In Amerika ist das übrigens auch so, dass auch die Kräftigen alles meistens mitfahren können. Auf jeden Fall bin ich also in diesen Donnerfluss eingestiegen und die USA-Leute sind alle ein bisschen mehr auf Sicherheit und man musste sich da anschnallen. Das musste man im Holiday Park nicht. So, nun war natürlich, wie so oft bei mir, der Gurt zu kurz. Also sie waren alle angeschnallt, wir saßen alle, ihr müsst euch vorstellen, alles überdimensioniert. Ein Riesending, also ca. 50 von diesen Reifen drehen sich immer und die Leute müssen schnell aussteigen, wieder einsteigen, damit das alles läuft, das alles. Und dann sind Helfer und die setzen dich rein und so weiter. Und ich denke, ach komm, ja, da fährst du so. Plötzlich sieht da einer, oh, nee, Moment, er hilft mir. Beugt sich so in das Ding rein. Da war jetzt nicht das Jetzt aushalten, die Hilfe im Jetzt aushalten. Und dann sieht er, oh, it doesn't work. Schön ausgedrückt, finde ich. Ne? Hat es auf den Gurt geschoben, nicht auf mich. Also, fand ich schon mal schön. Und dann saß ich da. Und das war mir so peinlich, die anderen, nicht? Wir 4 und ich glaube, es waren tatsächlich 12, also noch andere 8 fremde Leute. Oh, nee. Und dann sage ich, das macht nichts und so, oder ich steige wieder aus. Moment. Und dann macht er so, winkt und dann fahren die ganze Maschine runter. Es stand alles. Wirklich. Das ganze Ding aus, steht alles. Er geht weg und holt ein riesen Extension. Also, ein Verlängerungsgurt kommt und wickelt mich da fest, gibt wieder Zeichen, Maschinen wieder anschmeißen und jetzt kommt's. Ich dachte, Deutschland geprägt, ne? Ich dachte zwischendurch, wie die das aufgemacht haben, 40 Grad und so, dass da mal einer sagt, Mensch, die fette Qualle, warum steigt der denn nicht aus oder so, ne? Also, so wie das in Deutschland wäre, so dass die Leute denken, das gibt's doch keiner, dann muss er nicht mitfahren, wenn... Ey, in dem Moment, wo der Gurt zugeschnappt ist, haben die anderen 8 Leute geklatscht und haben sich gefreut, dass ich mitfahren kann. Haben mir das gesagt, sie freuen sich so, dass ich mitfahren kann. Und das war richtig cool, ich konnte mitfahren. Ja, und so ist das mit Gott. Du denkst manchmal, willst da ganz schnell raus aus der Situation, kannst sie nicht aushalten. Gott macht die Maschine aus um dich rum und sagt, ich kümmere mich jetzt nur um dich. Und ich bring dir jetzt deinen Verlängerungsgurt. Und ich schnall dich an. Und du genießt das jetzt. Fühl dich angenommen von Gott. Wisse dich angenommen von Gott, von Christus. Wehr dich nicht mehr länger gegen Liebe, die keine Vor- und Gegenleistung erwartet. Lass zurück, was hinter dir liegt. Jetzt. Amen.